Ja, hallo, schönen guten Morgen. Super, dass die Leute langsam zusammenkommen. Da drüben gibt es auch noch weitere kleinere Bühnen. Es ist nicht so gedacht, dass das hier nur Beschallung ist. Wenn sich jemand aufgefordert fühlt, was zu antworten oder was reinzugeben. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal beim Speakers Corner im Hyde Park war. Das ist eine ziemlich umtriebige Geschichte. Und ich glaube, einiges davon werden wir auch nachher noch sehen. Die ersten interessanten Vertreter von nicht ganz so konventionellen Positionen habe ich auch schon gesichtet. Vielen Dank, Frau Schawan. Es war eine gute Anregung zu sagen, dass sich die Unternehmen auch der Kritik und dem Meinungsaustausch stellen müssen. Genau deswegen sind wir hier, genau deswegen unterstützen wir das. Und die Idee, das Ganze zu filmen und die einzelnen Videos dann auf YouTube zu stellen, darauf möchte ich jetzt noch ein bisschen eingehen in meinen Überlegungen zu dem Speakers Corner, Meinungsfreiheit und dem Internet. Ich bin jetzt 33 Jahre alt und als ich aufwuchs, informierte ich mich über die guten alten Medien, Buch, Zeitung, Fernsehen, Radio. Mein Sohn, der ist jetzt 9 Wochen alt, da hinten steht er, kriegt seine erste Stunde in Meinungsfreiheit und der wird mit Sicherheit in einer ganz anderen Welt aufwachsen, in der der Bezug zu Medien und Teilhabe, Partizipation ein ganz anderer ist. Erlauben Sie mir darüber ein paar Worte zu verlieren und es zu analysieren, was sich in den letzten 33 Jahren so geändert hat. Ich habe mich damals eigentlich ganz gut informiert gefühlt, doch schon damals fragte ich mich, was passiert mit den Leuten, deren Themen nicht so massenmedientauglich sind und vor allem, was passiert in Ländern, die nicht so eine breite, freie Medienlandschaft haben, wie wir das zumindest in den letzten Jahrzehnten hier in Deutschland hatten. Und wie mochten sich diese Menschen informieren? Die einzige Chance, seiner Stimme Gehör zu bringen, lag viele Jahrhunderte buchstäblich auf der Straße. Sie lag in Plätzen wie hier, in Demonstrationen, Versammlungen oder eben in so einem Speakers Corner, wo das wirklich abgegrenzt praktiziert wurde. Den gibt es seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Wir haben vorhin schon ein paar Worte darüber gehört. Auch ich muss sagen, ich finde das eine tolle Idee, wenn Berlin sowas hätte, vielleicht in der Verbindung mit YouTube, wo man eben gleich eine globale Unterhaltung führen kann. Und als Peter Bradley und ich vor 2 Jahren zum ersten Mal über die Idee gesprochen haben, klang es noch ziemlich vage und ich bin wirklich sehr froh, dass das jetzt geklappt hat. Das Zentrum für politische Schönheit ist, glaube ich, der Traumpartner für die Aktion, wie ihr alle in wenigen Minuten mitkriegen werdet. Die haben das aktivistische Potenzial und auch wirklich Meinungen und Positionen reinzubringen. Nun, aber ohne Frage ist es das Internet, das die Möglichkeit, frei zu reden, Position zu beziehen, wirklich Identität zu schaffen. Wenn man bloggt und man schreibt über was, dann bezieht man Position und sagt, hier stehe ich, sowohl sich zu informieren, aber eben auch demokratischen Prozess zu organisieren, tiefgreifend revolutioniert. Grenzen überschreiten, Konventionen missachten, Debatten über alles zu führen, von Filmen über Monarchien, online war zumindest bis jetzt alles möglich. Im Internet entstand ein neuer globaler Speakers Corner, ein Forum der freien Rede auf Twitter, Facebook und YouTube und in Bälde auch unter dem Pseudonym ihrer Wahl auf Google+. Über 2 Milliarden Menschen sind heute im Internet aktiv und jeder kann seine Meinung, Träume, Positionen und Forderungen veröffentlichen. Die wiederum werden von anderen gefunden und das finde ich ganz wichtig, können dann direkt auch beantwortet werden. Es ist also ein dialogisches Medium, das ist ein wirklicher Paradigmenwechsel meiner Meinung nach. Diese Demokratisierung der medialen, der Meinungsproduktionsmittel bedeutet im Allgemeinen eine größere Auswahl und im Endeffekt mehr Macht für den Einzelnen. Erinnern Sie sich an die Bilder aus Ägypten? Leider ist es für viele Regierungen und Institutionen unbequem, die Kontrolle zu verlieren. Dies bedeutet, dass das kommende Jahr möglicherweise von einer zunehmenden Einschränkung der Freiheit im Internet geprägt sein wird. Und dagegen wollen wir hier auch Stellung beziehen. Staaten schränken das freiheitlich-demokratische Potenzial des Internets ein. Aber nicht nur Staaten.
Zum Beispiel in Mexiko ist es mittlerweile so, dass im brutalen Drogenkrieg des Landes verzichten die klassischen Medien inzwischen zumeist auf Berichterstattung, die Journalisten fürchten um ihr Leben. Also sind es aktuell Berichte von Blogger und Aktivisten aus sozialen Netzwerken, die als letzte mediale Kraft übrig geblieben sind, die noch über das Treiben der Drogenbarone informieren und das anprangern. Auch hier beweist die soziotechnologische Infrastruktur, die das Netz ist, und die Netizens eine beeindruckende Kraft, die sogar über die klassischen Medien hinauszureichen scheint. 1989, im Jahr, in dem die Mauer fiel, steckte das Netz noch in den Kinderschuhen. Doch auch damals gab es mutige Menschen, die für die Freiheit aufgestanden sind und gesprochen haben. Engagiert und offen. Wir wollen hier und heute eine Brücke bauen zwischen dieser klassischen Kraft der freien Rede, des Speaker's Corner, und jeder neuen Kraft, dem Internet und seinen technischen Möglichkeiten, Dialoge global in Echtzeit und veröffentlicht, wirklich öffentlich zugänglich zu führen. Denn wer heute spricht, spricht nicht nur zu den Menschen, die hier jetzt direkt vor uns stehen. Nein, wir nehmen es auf. Und Ihre Erlaubnis vorausgesetzt, laden wir es auf YouTube hoch, sodass Sie auch Ihren Beitrag dann wiederum an Freunde weiterschicken können und dieses Positionen beziehen, selbst ausprobieren können. Nun, hier und heute treffen sich also der analoge Speaker's Corner und Ihr digitales Pendant YouTube. Also man könnte es Your Corner oder Speaker's Tube nennen, ist ja eigentlich wurscht. Lassen Sie uns diesen Tag zu einer Feier der Meinungsfreiheit machen. Und ich kann wirklich nur noch mal alle animieren. Stehen Sie auf, sagen Sie, was Sie zu Google, zu Meinungsfreiheit, zu den mit Sicherheit gleich auch etwas provokativen Positionen des Zentrums für politische Schönheit sagen wollen. Ich freue mich auf einen interessanten Tag. Dankeschön.